unser neues Video hier auf meinem Kanal, wo ist meine Versorgung, bin ich hier an einem Fahrrad aus meiner Wohnbahn. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr das dort Obertiger kaufen könnt. Und hier steht direkt die Bewerbung für das Stupper-Abo von der Wohnbahn. So ein Abo habe ich auch allerdings von der DVG. Steht auch, dass das so ertragbar ist. Ich habe auch ein ertragbares Ticket 2000 im Abo. Neben meiner Realskarte, um zum Beispiel nach Venlo zu fahren oder nach Anheim. Leider habe ich es noch nicht geschafft, weil der Juni, Juli und August sind ja noch so sehr, sehr lang. Aber jetzt zurück zum Hauptthema. Und hier wird direkt das Ticket angezeigt. Und alle so anderen Fahrkarten findet ihr unter dieser Auswahl, unter weiterer Auswahl, dann wird das Gesamtangebot angezeigt. Aber man kommt nicht mal auf das 9-Euro-Ticket zurück, wenn man hier drückt. Und mal schauen. Nee, man muss komplett raus hier auf Abbruch. Und dann wird das 9-Euro-Ticket angezeigt. Dann könnt ihr beispielsweise für Juni auswählen und dann könnt ihr sogar mehrere Tickets gleichzeitig kaufen. Zum Beispiel hier für mehrere Personen kostet dann 5 Tickets, kosten dann 45 Euro. Dann könnt ihr hier mit Münzen, Karte, sowohl kontaktlos Münzen 10 Sekunden, dann halt wieder so piept oder auch gesteckt und auch mit und ganz altmodisch mit so einem Backlohn bezahlen. Backlohn, achtet damit, ist eher sehr, sehr teuer für ein Unternehmen. Aber keine Ahnung, warum sie das so trotzdem machen. Denn in den Niederlanden gibt es an keinem einzigen Automaten von den niederländischen Verkehrsunternehmen Bankbon. Das heißt, man höchstens Münzeinschlips neben der Kartenzahlung. Und natürlich könnt ihr auch alles zusammen kaufen. Für Juni und August kostet euch 27 Euro. Ist er persönlich, also nicht über Kartbar, das gleiche 9-Euro-Ticket. Das gilt nicht nach Arnhem und auch nicht nach Venlo, sondern nur innerhalb von Deutschland, inklusive Salzburg, Kufstein, Basel, in allen Regionalzügen, ausgenommen einzelne Intercity, der ICE, der Rechet und Rechet Verbindungen. Ja, und natürlich wollen wir die hier auch für den Euro freigeben, in diesem Beispiel der IC zwischen auf der Kreuzbahn und auf der Hohe Siegbahn. Hier haben wir keine Fahrradmitnahme, das heißt ein zusätzliches Fahrradticket kostet um die zwischen 5 und 6 Euro, je nach Strecke, sogar zwischen 3,70 Euro und 6 Euro, je nach Strecke. Und geht nur in der Seitenkarte, das heißt, ihr könnt auch nicht mit einem Zusatzding, sondern mit einem Zuschlag in diese erste Karte wechseln. So müsst ihr ganz erste Karte kaufen. Und das war's auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Schön. Und natürlich könnt ihr auch per so App das Ticket kaufen, das 9-Euro-Ticket. In der Setup, in der Daten und so weiter. Und das war's auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Schön.